Wäre natürlich Erinnerung wach. Also wir haben die Halle, wie das so schön heißt, warm gewohnt. Das war ja ein Olympiastättenbau. Die Olympischen Spiele sind dann aber nach Sydney gegangen und eben nicht nach Berlin. Und keiner wusste, was man mit diesen Hallen jetzt macht. Und wir sind einfach mal hingegangen, im wahrsten Sinne des Wortes, haben mit den Leuten gesprochen. Dann haben die das auch so ein bisschen basketballmäßig alles gestaltet. Zum Beispiel Teleskoptribünen, dass die Tribünen bis ans Feld gehen. Die Duschen wurden höher angebracht und so weiter und so fort. Es hat ein paar Monate gedauert, bis man da halbwegs trainieren und arbeiten konnte. Auch die ersten Spiele kann ich mich erinnern, da sind die Leute zum Teil mit Gummistiefeln gekommen. Wir haben es dann aber nicht bereut. Das war ein großer Schritt damals. War ja auch ein Schritt sozusagen in das Herz der Stadt als früherer Charlottenburger Club. Und wir haben da natürlich super Erinnerungen an die. Gibt es so einen Moment, der dir in Erinnerung geblieben ist? Ja, da gibt es viele, weil bei mir Pesic damals als Trainer, Svetislav Pesic, der stand jeden Tag bei mir im Büro und ist so hoch gesprungen oder höher als alle unsere Spieler zusammen, weil Staub war oder weil das nicht ging, weil Bauarbeiten waren, weil der Boden zu rutschig war. Es hat ja nichts funktioniert am Anfang. Das Wasser ging nicht, die Heizung ist ausgefallen. Also da gab es viele, viele Probleme am Anfang. Also das war der eine Teil und dann gibt es natürlich auch schöne Momente, zum Beispiel, dass wir da viele Titel gewonnen haben. Es gibt das sagenumwobene Spiel gegen Sarajevo mit 5 Verlängerungen, was ein unfassbares emotionales Erlebnis war. Ja, und wie gesagt, halt auch viele Titel gewonnen. Manche, sogar in der letzten Sekunde erinnere ich mich, dass Mitha Demirel den Pokalsieg da geholt hat. Was sind denn so die größten Unterschiede jetzt zur O2 World, die seit 2008 das Zuhause von Alba ist? Also so blöd sich's anhört, wir könnten heute in der Marc-Schmeling-Halle eigentlich nur noch sehr erschwert spielen. Die O2 World ist nicht nur unsere Gegenwart, ist auch unsere Zukunft. Die hat natürlich eine Riesenkapazität, was manchmal auch so ein bisschen schwierig ist. Aber auf der anderen Seite, wir wollen ja weiter wachsen. Und wir sind gewachsen, schnell gewachsen über die letzten Jahre. Das geht auch nicht endlos, das ist uns schon klar. Aber die O2 World bietet eben viel, viel mehr Platz und auch viel mehr Möglichkeiten, was Hospitality, was Business-Dinge anbelangt. Und natürlich auch für den Zuschauer, glaube ich, ist es mittlerweile eben ein anderes Erlebnis, weil das medial anders ist, weil es andere Möglichkeiten gibt, auch für die Zuschauer das zu erleben. Ich weiß, dass natürlich auch einige, das ist immer so, der Marc-Schmeling-Halle nachweinen. Es gibt auch einige, die in der Marc-Schmeling-Halle, als wir damals waren, der Sömmering-Halle nachgeweint haben. Aber das wissen wir auch aus Erhebungen, die wir gemacht haben. Der ganz, ganz große Teil unserer Leute und unserer Anhänger und Zuschauer ist eben durch die O2 World überhaupt erst dazugekommen, beziehungsweise fühlt sich da jetzt heimisch. Und wer an so ein Spiel denkt, wie zum Beispiel Bayern München, was wir vor kurzem hatten, 14.500 Zuschauer mit einer unglaublichen, fantastischen Atmosphäre, das geht halt nur in der O2 World. Das geht natürlich auch nicht jeden Abend, aber das ist so das, wo wir uns in den nächsten Jahren hinentwickeln wollen und die O2 World bietet uns dafür alle Möglichkeiten. Wir stehen jetzt gegen Rom schon auch so wieder ein bisschen unter Druck. Wir müssen dieses Spiel gewinnen. Das wird für alle ein besonderer Abend. Unsere Spieler kennen die Halle nicht. Einige aus dem Club kennen die Halle, aber natürlich auch aus einer anderen Sphäre. Und ich bin sehr gespannt, wie gesagt, wie unsere Zuschauer das auch annehmen werden, weil für die, zumindest für einige, wie gesagt, der überwiegende Teil oder ein großer Teil, der ist erst später dazugekommen, aber für einen harten Kern ist das natürlich auch eine Zeitreise zu vielen schönen Erlebnissen, die wir in der Marc-Schmeling-Halle hatten.